Also in der Regel ist es so, wenn Patienten zu uns kommen, muss der Arzt entscheiden, was der Patient hat, welche Erkrankung an den Augenlidern vorliegt. Dann muss man schauen, ob diese Eingriffe medizinisch sind oder nicht medizinisch oder kosmetisch sind aus ästhetischen Gründen. Es gibt sehr viele Lidveränderungen, die aus ästhetischen Gründen durchgeführt werden, zum Beispiel ein Dermatoschalasis oder eine sozusagen Schlupflider. Da sind bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein, damit die Krankenkasse diese Kosten übernimmt.